über die Bedeutung von Erkenntnis, natürlich auf dem Weg des Dhamma. Es gibt heute manche, die behaupten, der Dhamma oder das Dhamma, also der Dhamma im Sinne von Lehre und Weg, das sei eine Art Naturwissenschaft. Und ich denke, das ist so eine Modeerscheinung. Und das ist auch ziemlich oberflächlich und hält einer näheren Untersuchung nicht stand. Also es gibt Leute, die zum Beispiel konvertiert haben vom Christentum und dann denken, ja, weil der Buddha so quasi der Allwissende war, dann hat er sich auch alles von Quantenphysik gewusst und alles schon vorausgewusst, was die heutige Naturwissenschaft weiß. Und seine Lehre ist wohl so etwas wie eine Naturwissenschaft. Das ist eine Projektion. Man kann manchmal sogar ganz im Gegenteil beruhigt feststellen, dass der Dhamma nicht den modernen Naturwissenschaften gleicht, da so manche ihrer Forschungsergebnisse innerhalb einiger Jahre widerlegt werden oder relativiert werden. Da gibt es zum Beispiel Asiaten, also Sri Lankesen zum Beispiel, die auch aufblicken zum Westen und denken, das ist interessant. Also da diese Nuklearwissenschaften so, und dann finden sie interessante Verbindungen auch zu dem, was der Buddha gesagt hat, sind aber immer wieder enttäuscht, dass sich da alles ändert, dass die Lehre, also dieser Naturwissenschaftler, dann sich auch wieder relativiert. Und dann sagen sie, aber der Dhamma, den Buddha Dhamma, den gibt es schon seit 2500 Jahren, steht auf festen Füßen, sagen wir mal so. Wenn der Dhamma etwas mit Naturwissenschaft gemeinsam hat, dann ist es die Tatsache, dass man wichtige Kernaussagen der Lehre selbst überprüfen kann. Pacattang veditabo vinyuhi. Also Pacattang heißt, einzeln, individuell kann es der Wissende überprüfen. Ihr wisst, in der Naturwissenschaft muss man ein Ergebnis unabhängig überprüfen können. Jemand behauptet was, dann muss das in einem ganz anderen Labor auch so in einem Experiment nachvollzogen werden können. Ich muss allerdings sagen, so etwas, das muss man fairerweise sagen, das gibt es auch bis zu einem gewissen Grad in anderen Religionen. Darf man sich nicht einbilden, das ist nur im Buddhismus so und die anderen haben bloß Gläubigkeit. Ich werde das später noch mal kurz erklären. Überhaupt würde ich sagen, der Vergleich des Dhamma mit der modernen Naturwissenschaft, deren Forschungsergebnisse jeder empirisch, experimentell überprüfen kann, das wäre für den Dhamma sogar abträglich. Und es würde zu einer sehr verkümmerten Form des Buddhismus führen. Es gibt welche, ja, die versuchen, die Lehre des Buddha auf das empirisch Beweisbare zu reduzieren. Die tun sich dann auch dann sehr schwer mit Wiedergeburt, mit Göttern, Himmel, Hölle sowieso. Die schaffen das meiste ab. Was dann bleibt, was ist dann Nibbana, so eine Art psychisches Wohlbefinden, weil nach dem Tod ist sowieso alles aus. Es ist ja da das Hirn, das den Geist produziert, für die sogenannten Physikalisten. Und wieso sich solche Menschen überhaupt noch trauen, sich auf den Buddha zu berufen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja. Das möchte ich schon sagen. Inwiefern gilt die Überprüfbarkeit ihrer Lehre auch für andere Religionen? Ja, zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben, was ich, Rauschgift genommen oder unmoralisch gelebt, unsittlich gelebt und wurden irgendwie von einem Pastor, evangelikalen oder katholischen oder was auch immer Pastor angesprochen, haben eine nette Gemeinschaft gefunden, haben dann begonnen, die Sittenregeln zu leben, Vertrauen in Gott, in ihren Gott, durch Gebet, also zu gewinnen und sagen, mein Leben hat sich total verändert. Ich habe jetzt einen Sinn, ich habe jetzt gute Freunde, ich habe nicht mehr immer so viel Pech, ich fühle mich beschützt und so. Also man kann denen nicht nachsagen, es ist bloß blinder Glaube. Die haben auch Erfahrung, ja. Allerdings ist ein wichtiger Unterschied, dass wir nicht dieses Glück, das wir erfahren, diesen spirituellen Fortschritt, diese Bereicherung, das schreiben wir nicht einem externen göttlichen Wesen zu, also oder einer göttlichen Gnade. Wir haben nicht dieses Modell, sozusagen wie paraphrasiert, der Buddha im Himmel hat uns durch seine Gnade jetzt geholfen. Das denken wir nicht so. Das wird im Theismus aber gemacht,
Es kann sehr hilfreich sein, weil der Mensch wächst ja durch Beziehung und spricht da mit Gott. Aber es hat auch, wie wir alle wissen, sehr problematische Aspekte, ja, dass man das dann mit diesem Gott nicht fassen kann, dass er sich oft in Widersprüche verwickelt, wenn man dann sagt, dieser Gott ist allwissend, allmächtig und allgütig, dann gibt es zum Beispiel das ganze Leid und das Böse auf der Welt und dann tut man sich schon sehr schwer. Ich habe mich halt schwer getan. Ja, im modernen westlichen Denken hat sich die Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Erkenntnis entwickelt. Es ist inzwischen klar, dass es eine objektive Erkenntnis im absoluten Sinne nicht gibt. Und doch hat diese Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Erkenntnis einen Sinn. Was ist ein Subjekt? Was heißt subjektiv? Subjektum, das heißt auf Latein darunterliegend, unterworfen, ist ein Partizip perfekt von subicere, darunterwerfen. Und das hat eigentlich ursprünglich der Gegenstand, den Gegenstand einer Handlung oder eines Gesprächs gemeint. Ja? Also im Englischen und im Italienischen ist das noch so erhalten, il soggetto, the subject. Das ist also der Gegenstand, über den gesprochen wird, ja. Im Deutschen gibt's noch in der Grammatik das Subjekt, das, über welches eine Aussage getroffen wird. Aber in der Neuzeit, durch die philosophische Entwicklung, hat man dann das Subjekt mit dem Ich gleichgesetzt, also mit dem erkennenden Geist. Das ist ein Bedeutungswandel. Der Erkenntnis darunterliegend ist der erkennende Geist, das Subjekt. Subjektiv, das heißt, es ist vom Subjekt abhängig, vom Subjekt bestimmt. So ein ganz einfaches und krasses Beispiel für Subjektivität kommt im englischen Spruch zum Ausdruck: Beauty is in the eye of the beholder. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist eine sehr extreme Form von Subjektivität. Und das trifft nicht auf jede Form von subjektiver Erkenntnis zu, weil hier geht es bloß um ein Gefühl. Ich empfinde das schön und bezeichne das als schön und einer sagt, das finde ich nicht schön, ich finde jenes schön. Aber meistens setzt sich subjektive Erkenntnis zusammen aus Sinneswahrnehmung und einem gewissen Maß an rationalen Denken. Und wenn eine bestimmte Erkenntnis von anderen geteilt wird, dann ist es sozusagen eine intersubjektive Gewissheit. Ja. Objektiv, das kommt vom lateinischen obicere und heißt entgegenwerfen, vorsetzen. Diese ursprüngliche Bedeutung ist noch im Italienischen und auch im Englischen erhalten. Objettare oder to object, etwas einwenden oder dagegen haben. Do you have something to object? Hast du etwas einzuwenden? Ja. Ansonsten ist aber das Objekt der Gegenstand, von dem wir annehmen, dass er auch unabhängig vom Beobachter existiere. Ja? Ein Ding ist aber erst insofern ein Objekt, als ein Subjekt seine Aufmerksamkeit darauf richtet, ein Interesse hat. Deswegen spricht man bei den Immobilien, spricht man von einem Objekt. Eine Immobilie ist deswegen ein Objekt, weil ein gewisses Kaufinteresse darauf gerichtet ist. Und man spricht eben auch bei der Meditation vom Meditationsobjekt. Da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, das, was ich beobachte. Objektive Erkenntnis heißt, dass sie sachlich ist, also nicht von Gefühlen und Emotionen bestimmt, unvoreingenommen und von außen bzw. von mehreren Subjekten unabhängig überprüfbar. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie absolut sei. Ja? Jetzt, wenn man im Umgangssprachlichen sagt, es stimmt absolut, dann meint man einfach nur ohne Zweifel, aber das hat keine philosophische Implikation. Ja? So, absolut heißt, es kommt von absolvere, befreien, loslösen. Und das würde bedeuten, dass die Aussage unbedingt wahr ist. Ja? Es gibt also verschiedene Meinungen bei westlichen Philosophen, zum Beispiel Kant, Schelling und Hegel, was absolute Erkenntnis sei oder was als solche gelte. Ja?
Ich denke, beim Buddha findet sich eine Behauptung absoluter Erkenntnis bzw. absoluter Wahrheit in folgender Formulierung des Dhammayana Sutta. Upadava bhikkhave tathagatanam anupadava tathagatanam und so weiter. Ich lese es jetzt auf Deutsch. Ob ihr Mönche vollendete erstehen oder ob vollendete nicht erstehen, es ist und bleibt eine Tatsache, eine feste und notwendige Bedingung des Daseins, dass alle Gebilde vergänglich sind, dass alle Gebilde unzulänglich sind, Dukkha, dass alle Dinge ohne ein Selbst sind. So hier sagt der Buddha, egal ob es einen Buddha gibt, der das erkennt, der das erklärt, der das verkündet oder nicht, es ist einfach so. Ja, das würde bedeuten, es ist absolut so. Selbst wenn man es nicht weiß. Also hier haben wir wirklich diesen Anspruch, Anicca, Dukkha, Anatta, das ist absolute Erkenntnis, das ist absolut wahr. Man muss allerdings das Wort Dukkha richtig verstehen, weil wenn ich sage Schmerz, das ist viel zu eng. Ich muss einfach sagen, Dukkha ist das, was unzulänglich ist. Ja, dann stimmt es. Es gibt keinen Zustand, der für immer perfekt ist. Schon allein wegen Anicca verfällt er. Das ist schon seine Unvollkommenheit. Die Tatsache, dass er vergänglich ist, ja, das ist schon die Unvollkommenheit. Jetzt, ich habe ihm gesagt, dass Erkenntnisse sind eine Kombination aus sinnlicher und viel seltener auch außersinnlicher Wahrnehmung und rationalem Denken bzw. Konzeptualisierung. Hier heißt es im Majjhima Nikaya Madhupindika Sutta, Majjhima Nikaya 18, Yang Sanjanati Tang Vitakketi. So wie jemand wahrnimmt, so denkt er auch, so macht er auch seine Konzepte. Ich habe bestimmt darüber schon oft gesprochen. Ja? Es ist aber interessant, dass einige der 62 Ansichten, die im Brahmajala Sutta, Liga Nikaya 1, analysiert und erklärt werden, ebenso wie die Erkenntnis des Bodhisattva, also des späteren Buddha unter dem Bodhibaum, sind eigentlich eine Kombination von außersinnlicher Erkenntnis mit rationalen Überlegungen. Also Chintamaya Panya, Chintati Denken. Ja? Das ist wichtig. Das ist auch im Widerspruch zu dem, man sagt, es ist eine Naturwissenschaft. Das ist eine Kombination von außersinnlicher Erkenntnis mit rationalen Überlegungen. Und der Buddha erklärt eben in diesem Brahmajala Sutta, wie so und so viele Asketen, Mystiker werden heute sagen, falsche Schlüsse gezogen haben aus ihren außersinnlichen Wahrnehmungen. Sie haben eine außersinnliche Wahrnehmung, haben sie aber so interpretiert, dass sie daraus falsche Vorstellungen und falsche Lehren entwickelt haben. Das heißt nicht unbedingt, dass sie schädlich sein müssen, ja. Aber es gibt einen sehr kuriosen Fall, also das hat mich sehr betroffen gemacht, wie ich das gelesen habe, im Mahakamavibhanga Sutta. Da, wo es heißt, also es gab also einen Mystiker, so Hellseher gibt es ja heute noch, gibt es auch in Deutschland. Es gibt sie, es ist nur eher verpönt, ja. Die können wahrnehmen, was ist mit dem Verstorbenen. Ist er in einem glücklichen Zustand oder ist er in einem elenden Zustand? Es gibt die sogenannten Mediums, die können das, ja. Die gibt es auch heute noch, ja. Jetzt wäre hier eine Person, die zieht, ist vor 30 Jahren in dieses Viertel gezogen und war immer als anständiger Mensch bekannt. Sich gut benommen, netter Nachbar und so. Und dann stirbt diese Person und dann würde ein Medium sagen, dem geht's gar nicht gut. Ist ganz dunkel, ja. Der Schock, wir müssen doch im Himmel sein, war doch ein guter Mensch und so. Ne? Umgekehrt könnte es sein, dass jemand, wo man weiß, der hat einiges Skandalöses getan im Leben, jemand, ein Mystiker blickt da hinein nach dem Tod und sagt, der ist im Himmel. So, und dann wurde hier aus dieser außersinnlichen Wahrnehmung der falsche Schluss gezogen, vielleicht gibt es gar nicht sowas wie ein Karma-Gesetz, weil manche, die
ein übles Leben führen, kommen in den Himmel. Und manche, die ein gutes Leben führen, kommen in einen dunklen, leidvollen Zustand. Da sieht man die Konfusion, die da entstanden ist. Ne? Und der Buddha, der hat da wieder Ordnung hereingebracht. Er hat ihn durchgeblickt und hat gesehen, nein, nein, also das stimmt, was die wahrgenommen haben, aber in ihrer Überlegung war falsch. Der Schluss, den sie daraus gezogen haben, der war falsch. Denn zum Beispiel dieser Mensch, der vor 30 Jahren in diese Stadtviertel gezogen ist, der hatte in den ersten 30 Lebensjahren einiges angestellt, schlimme Dinge getan, und im Tod ist das alles wieder hochgekommen und hat sich so gegrämt darüber, dass zunächst gleich nach dem Tod die Wirkung dieser üblen Taten sich eben ausgewirkt hat. Er hat es angezogen, er hat sich einfach so viele Vorwürfe gemacht, er hat sich so verurteilt, und als Folge davon zieht er das Negative an. Der andere ist so, der andere Fall, also für mich ist typisch der rechte Schächer am Kreuz, ja. Also das ist für mich so ein Beispiel, wo Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das war eigentlich ein Räuber, ja. Aber er hat was Gutes getan, ja. Er hat Jesus, einen großen, heiligmäßigen Mann, verteidigt. Das war sehr mutig. Und das hat so eine starke Wirkung gehabt. Vielleicht hat er natürlich neben diesem Jesus auch Reue empfunden. Das ist ein guter Mensch, ich bin ein schlechter Mensch. Und der Buddha hat selber auch gesagt, wenn man verehrungswürdige Menschen verehrt, das bringt uns Segen. Das hat ihm Segen gebracht. Er ist in den Himmel gekommen, ja. Aber wahrscheinlich war er nicht sehr lange dort, ja. So, und das hätte auch der Buddha immer klären können, dass bei manchen Menschen, wenn sie zuletzt was ganz vielleicht Generöses tun und allen verzeihen, so, es ist so eine starke Wirkung, und dann irgendwie so in dieser Freude, Zufriedenheit sterben, dann wirkt sich zunächst nichts von ihren negativen Taten aus und sie sind im Licht, im Himmel, ja. Gut, jetzt noch einmal zurück zu diesen absoluten Dingen, also Anicca, Dukkha, Anatta. Ich bin überzeugt, dass eigentlich jeder moderne Naturwissenschaftler also außerstande wäre, dem zu widersprechen. Und sogar wahrscheinlich gerne zustimmen würde. Aber wir können dasselbe nicht ganz von den vier edlen Wahrheiten sagen, ja. Da wird es schon schwieriger. Weil da kommt eben diese außersinnliche Erkenntnis ins Spiel. Das wird oft missachtet, ja. Es gibt jetzt inzwischen Leute, die behaupten, das mit der Wiedergeburt hätte der Buddha gar nie gesagt. Aber wenn man schaut, wie die vier edlen Wahrheiten überhaupt entstanden sind, gehen sie zunächst aus davon, dass der Buddha sich der früheren Leben erinnern kann. Ganz viele frühere Leben. Ja? Und dann sieht er aus dem, sagt er, ist es nur bei mir so? Und dann schaut er und hat eben diesen Zugang zu irgendeinem höheren Bewusstsein, zu Erinnerungen, die ihm irgendwo gespeichert sind im Kosmos, und sieht, dass andere eben auch so wiedergeboren werden. Und dann fragt er ganz radikal, und was treibt dieses Rad an, dass man da immer wiederkommt? Und dann sieht er und versteht er, es ist eben dieser dreifache Durst. Und so entstehen die vier edlen Wahrheiten. Der Buddha hat am Anfang des edlen achtfachen Pfades die rechte Ansicht genannt. Und ihr wisst, damit ist nicht das Erwachen gemeint. Es gab einen, lebt er noch, ein Wissenschaftler, der hat behauptet, er hat ein Buch geschrieben, Peter Masefield, glaube ich, heißt oder so. Der war überzeugt, dass es sich bei dieser rechten Ansicht immer schon um den Stromeintritt handelt. Aber ich bin nicht davon überzeugt. Im Mahachatarisika Sutta, Majjhima Nikaya 140, da werden so zwei Stufen von rechter Ansicht erklärt. Und die erste Stufe, die, sagen wir, auf Englisch sagt man Entry Level von rechter Ansicht, das ist etwas, was auch wiederum wenig mit empirischer Erkenntnis zu tun hat. Versteht ihr, empirisch? Das, was man mit den fünf Sinnen erkennen kann, ja? Es heißt hier, ich lese es jetzt vor, was ist diese Eingangsstufe rechter Ansicht? Es gibt Gaben, Dargebrachtes und Geopfertes. Es gibt Frucht und Ergebnis guter und schlechter Taten.
es gibt diese Welt und ein Jenseits. Es gibt, in Klammern, Wiedergeburt durch Mutter und Vater und es gibt spontan geborene Wesen. Es gibt gute und tugendhafte Mönche und Brahmanen auf der Welt, die diese Welt und die andere Welt durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Also das ist so eigentlich ein klassisches religiöses Grundwissen. Das gibt es im Islam, das gibt es im Christentum mit leichter Variante. Ja? Also habt ihr das verstanden? Habt ihr schon einmal diese Stelle studiert? Oder ganz, ganz kurz. Es gibt Gaben, da, weil sprachlich ist es nicht ganz einfach. Also ich versuche es jetzt sinngemäß zu übersetzen. Es macht einen Sinn, Gaben, Dargebrachtes und Geopfertes darzubringen. Also es hat eine Wirkung. Das sind alle möglich. Das könnte die katholische Heilige Messe sein, irgendeine Andachtsfeier, irgendwas. Also diese religiösen Handlungen, in denen man Ehrfurcht, manche fassen es dann unter Gott zusammen, manche nennen das Karma-Gesetz oder universelle Gerechtigkeit, wie auch immer, indem man solche Ehrfurcht zum Ausdruck bringt, ein Opfer macht, etwas gibt, etwas darbringt, im Gedanken an und so weiter. Und das hat eine Frucht, das hat irgendeine Wirkung. Dann insgesamt, abgesehen von diesen religiösen Handlungen, gibt es Frucht und Ergebnis guter und schlechter Taten. Also den Tun-Ergehens-Zusammenhang nennt man das in der Theologie auch. Es gibt diese Welt und ein Jenseits, also nicht mit dem Tod ist einfach alles vorbei. Es gibt ein Leben nach dem Tod, ganz einfach gesagt. Dann heißt hier, es gibt Mutter und Vater. In Klammer hat der Autor geschrieben, Wiedergeburt durch Mutter und Vater. Man ist sich nicht ganz sicher, wie das zu verstehen ist, aber wenn man es kombiniert mit und es gibt spontan geborene Wesen, ich glaube, das ist es auf Pali Upapattika, dann heißt es gibt also die Möglichkeit, dass jemand wieder in einen Mutterbauch kommt oder aber spontan, so wie zum Beispiel die Christen sich die Auferstehung im Himmel vorstellen, man ist einfach dort, ja. Man muss ja nicht noch einmal in den Mutterbauch und so weiter, ja. Und dann ist interessant, das hat auch viel mit Erkenntnisfähigkeit zu tun. Er sagt, es gibt gute und tugendhafte Mönche und Brahmanen auf der Welt. Das würde so gegen diesen modernen Zynismus sprechen, ja. Wir leben ja in so einem Zeitalter hier im Westen, wo Religion für viele Menschen einfach tot ist. Und da wird einfach zynisch, ja. Also, man glaubt nicht, Priester, Mönche sind alle korrupt. Man macht einfach alles herunter. Und glaubt nicht, dass es überhaupt möglich ist. Gibt es überhaupt jemanden, der Zölibat leben kann? Ja, der hat sicher Probleme und so, ne. Und solche Dinge sind sicher korrupt und die tun das halt heimlich oder irgendwie so. Und er sagt, es gibt gute und tugendhafte Mönche. Also, dass man glaubt, dass man Vertrauen hat, dass Menschen grundsätzlich können auch Tugenden entwickeln, die so über das Gewöhnliche hinausgehen, ja. Adi Sila heißt es, höhere Tugend. Adi Panya, höhere Weisheit. Adi Citta, höhere Geisteszustände erreichen können. Und dass sie diese Welt und die andere Welt durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Und das behauptet er nicht nur von sich. Zum Beispiel Jesus oder auch andere Heilige, die manchmal Visionen haben oder ganz richtige Sachen sagen, ja, dass das möglich ist. Gut, das ist also so ein allgemeines, vielleicht würde man heute sagen, religiöses Gespür oder Common Sense, würde ich am liebsten sagen, ja. Obwohl das eben in unserem naturwissenschaftlichen Zeitalter eher verpönt wird. Es hat alles als Gläubigkeit oder Aberglaube abgetan. Aber über all die Jahrhunderte ist es eigentlich, in allen Völkern gibt es so ein Empfinden, ein religiöses Empfinden, eine Ahnung, eben einen Common Sense, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist und so weiter. Gut. Und für uns ist eben der Buddha so ein besonderer Mensch, der, wie wir sagen, Sambodhi, also die vollkommene Erleuchtung erreicht hat und der uns erklärt, wie man den Weg zur Leidensbeendigung gehen kann, ob es die überhaupt gibt. Und da hat er ihm gesagt, ja, das ist dann die zweite Edelwahrheit, also die Ursache des Leidens, das ist die dreifache Gier und aufgehoben wird das Leiden durch die Aufhebung der dreifachen Gier.
So, jetzt meinen viele, das Instrument des Heils sei einfach die Erkenntnis. Ja, es ist ganz verbreitet auch im Buddhismus. Es geht letztlich um Erkenntnis, heißt immer, ja. Irgendwann, vielleicht geht's mir auf. Das wird noch kommen. Irgendwann plötzlich ist die Erleuchtung da, ja. Und das muss ich sagen, das wird schon suggeriert auch durch die Sutten. Da gibt es so viele Sutten. Ich weiß nicht, ist das eine Art Propaganda auch zum Teil, aber so und so viele sind erwacht. Der Buddha hat gesprochen, so und so viele sind dann. Wer hat das gesehen? Wer hat es gezählt? Ich weiß nicht. Also ich glaube schon persönlich, dass es damals Menschen gab, die sehr schnell erwacht sind. Aber wir wissen jedenfalls heute, dass es so einfach nicht ist, ja. So einfach geht's nicht, so schnell ruckzuck. Und ob es damals so war, das können wir nicht überprüfen. Aber jedenfalls, es hat dazu geführt, dass er diese Sutten, da wo es heißt, in 7 Tagen kann man erwachen und so weiter, dass manche Leute meinen, irgendwann macht's Klick und dann bin ich erwacht, ja. Jetzt gibt es da eine sehr interessante Sutta, das heißt Kosambi Sutta. Und da findet ein Gespräch statt. Das sind 3 Mönche. Also der Mönch Savita, der stellt den Mönchen Musila eine Frage. Und er fragt ihn, außer dem Glauben, also Sadha, verehrter Musila, außer dem Wohlgefallen, außer dem wiederholten Hören, außer dem Erwägen der Methode und außer der Fähigkeit der geistigen Versenkung in die rechte Anschauung, besitzt außerdem der ehrwürdige Musila noch die persönliche Erkenntnis Pacchattam eva jnanam, nämlich aus der Geburt als Ursache entsteht Alter und Tod? Hat er das wirklich verstanden, ganz persönlich? Und jetzt ist diese Sutta so aufgebaut, dass der eine ganze Liste abfragt, immer mit dieser Formel. Abgesehen von, dass du glaubst, abgesehen davon, dass du diese Dinge gehört hast, abgesehen davon, dass du dich auch versenken kannst und so, hast du das wirklich wesentlich verstanden? Er fragt eine ganze Liste hindurch, bis hin zu Aufhebung des Werdens ist Nirvana. Und der Mönch schweigt jedes Mal. Er sagt nicht ja, nicht nein. Das bedeutet eigentlich, in der damaligen Zeit heißt es ja. Das trifft auf mich zu. Ich glaube, er sagt sogar ab und zu ja, wenn ich mich recht erinnere. Aber am Ende sagt dann der ehrwürdige Savita, dann ist also der ehrwürdige Musila in eurer Hand, bei dem die weltlichen Einflüsse vernichtet sind. Und da schweigt er. Ja, also das ist eine Zusage praktisch. So kann es im damaligen Zusammenhang gedeutet werden. So, da verstehen wir, dass dieses Pacchattam eva jnanam, das übersetzt würde mit persönlicher Erkenntnis, eine Gnosis ist. Ich weiß nicht, ist euch der Begriff Gnosis vertraut? Also er kommt aus dem Altgriechischen und er hat eigentlich dieselbe Wurzel wie Panya, Vijnana, also wie Palya, das ist eine indogermanische Sprache. Nya, das ist in Gnosis, Knowledge, Panya, Anya, Jnana und so weiter drinnen. Anya ist ja auch so ein selten verwendeter Begriff. Das bedeutet also als Verstärkung von Panya auch diese direkte Verwirklichung. Also Gnosis ist nicht bloß logisches und intellektuelles Verstehen, sondern eben eine Verwirklichung. Aber man kann Gnosis nicht erklären, weil es ist eben jenseits dessen, was man erklären kann. Man kann es nur andeuten, was es ist. Es ist eine Stufe von Erkenntnis, die den Zustand des menschlichen Geistes grundlegend verändert, deshalb eine Verwirklichung gleichkommt. Und jetzt wird es spannend. Jetzt gibt es noch einen dritten Mönch, der heißt Narada, und der sagt zu dem Savita, bitte stell mir jetzt die gleichen Fragen. Und dann stellt jetzt dieser Savita dem Narada dieselben Fragen. Hast du auch persönliche Erkenntnis über dieses, persönliche Erkenntnis über jenes? Und er sagt, ja. Oder die 4 Wahrheiten und so weiter. Und dann fragt also, ist der ehrwürdige Narada ein Arahant? Und dann antwortete dieser sehr ehrlich und überraschenderweise, Aufhebung des Werdens ist das Nirvana. Das habe ich ja, Verehrter, der Wirklichkeit gemäß in richtiger Erkenntnis wohl gesehen, aber ich bin kein Arahant, bei dem die weltlichen Einflüsse vernichtet sind. Steht's hier?
Also er behauptet eigentlich dasselbe wie der andere, wie der Musile, habe ich direkt persönlich verstanden, aber ich bin trotzdem kein Arahant. Und dann sagt er von sich, gerade so, verehrter Savite, wie wenn da am Wege durch eine Wildnis ein Brunnen wäre. Es wäre da aber kein Wasserkrug mit einem Seil und es käme da ein Mann herbei, von Hitze gequält, von Hitze erschöpft, ermüdet, lechzend, durstig. Er erblickte den Brunnen und er wüsste auch, es ist Wasser drinnen, aber er vermöchte es doch nicht mit dem Körper zu berühren. Das ist sein Zustand, so beschreibt er sich, ja. Das Wasser steht für Nirvana. Er sieht es, er weiß es, da ist es, aber er kann es nicht direkt nehmen, ja. So, warum hat überhaupt, es ist schon sehr interessant, er hätte einfach still sein können, sich zurückziehen, aber dass er Mut hat zu sagen, du, frag mich, nein, ich bin kein Erwachter. Und warum hat er das überhaupt gemacht? Ne? Ich denke, er wollte diesem Savite eine Lektion geben, dass er das richtig versteht, dass er nicht glaubt, er hätte jetzt das Rezept gefunden, wie man überprüfen kann, jeden fragen, aha, das erahnt er nicht, sozusagen, so einfach ist es doch nicht. Ne? Also auf jeden Fall war auch dieser Narada, der muss auch Gnosis gehabt haben, mindestens in Strom angetreten. Die Kommentare sagen, es war, die Kommentarliteratur sagt, es waren Anagami. Aber woher sie das wissen? Aber ich bin auch überzeugt, er hätte wirklich geheuchelt, wenn er zu Pachatang Evanyanang Ja sagt. Und dann wäre er ein Bodhujana. Ich glaube nicht. Also, er war sicher schon ein Sekha, aber nicht vollkommen verwirklicht, ja. Und jetzt behaupte ich, dass also, inhaltlich hat er gleich viel erkannt wie der Arahant. Es ist nicht, dass der Musile inhaltlich mehr gewusst hätte als er. Also ich denke, bis zu einem gewissen Grad spielt Erkenntnis eine wichtige Rolle. Aber dann, selbst wenn du es ganz klar erkennst, muss der Durst erlöschen. Also Verwirklichung ist nicht einfach nur identisch mit Erkenntnis, sage ich. Ich werde dann auch das wieder relativieren, diese Aussage, ja? Ja, jetzt relativiere ich diese Aussage, aber es heißt doch, ihr habt es sicher schon gelernt, diese 10 Fesseln, Samyojana, und die letzte ist, wer weiß es? Der stirbt, die allerletzte. Das ist Unwissen. Unwissenheit, ja. Die sterben gleichzeitig, ja? Aber es ist Mana und Avidya. Aber jedenfalls genannt wird sie als letztes Avidya. Unwissenheit. Also hat doch der Anagami noch Avidya. Habe ich mich jetzt widersprochen. Er hat Unwissenheit. Im Vergleich zum Arahant. Was ist jetzt dieser Unterschied? Also ich möchte nur sagen, es ist nicht, dass der Anagami die Lehre nicht so gut verstanden hätte oder so. Der Arahant hat sie noch besser, sicher, vermutlich hat Arahant sie auch noch viel besser verstanden. Aber es kommt nicht darauf an. Was meint diese Avidya? Das ist nicht bloß in dem Fall, im Falle des Anagami, dass dem noch ein paar Informationen fehlen oder so. Oder es einfach nur nicht ganz rational richtig verstanden hat. Sondern dieser sehr weise und auch tugendhafte Narada, der eben noch nicht so weit ist, der hat auch alles verstanden. Er sagt zu allem ja, hat es klipp und klar erkannt, diese 4 edlen Wahrheiten, ja. Und die Aufhebung und so weiter, was das alles ist, was es damit auf sich hat. Und trotzdem ist da noch Avidya. Was heißt jetzt Avidya in diesem Fall? Und es ist einfach so, dass es gibt ja im Nichtwiederkehrer nicht nur die Avidya und die Mana, den Dünkel, es gibt auch noch Udacha, also Aufregung, aber auch noch diese Ruparaga und Aruparaga. Das sind Formen von Gier. Aber von ganz subtiler Gier nach Werden, Existenz, ein Haften an Existenz, an Sein. Und wann immer in ihm solche Akte, geistigen Akte vorkommen, da identifiziert er sich mit Sein und Existenz und das sieht er in dem Moment nicht, da ist Blindheit, ja. In dem Moment, wo er sich für etwas begeistert, wo er über das Werden redet, oder über seine Position oder was er erreicht hat oder sich vergleicht mit einem anderen, in dem Moment ist er blind, in dem Moment weiß er es nicht.
Vielleicht hinterher ist er gezeigt, wieder ein bisschen groß geworden oder so. Aber in dem Moment ist er blind. Deswegen geschieht ja diese Identifikation. Er ist identifiziert mit Existenz, mit Sein. Das ist die Avidya. Und der Arahant, der würde das vorher sehen, wie das kommt. Das wäre jetzt Identifikation. Und weil er es weiß, unterbindet das. Deswegen kann kein Ich mehr entstehen. Ja? Das ist der einzige Unterschied. Ja? Das heißt, nur beim Arahant hat sich dieses stützenlose Bewusstsein Apatititam vollkommen entfaltet. Beim anderen stützt es sich noch manchmal bestimmte Begehren, Erwartungen, Vergleiche und so weiter. Ja? Ganz subtil. Das ist seine Avidya. Gut, es ist ein, würde ich sagen, ein Merkmal unseres Weges, jetzt spreche ich spezifisch vom Theravada, dass wir an eine graduelle Entfaltung der Freiheit von Gier und Unwissenheit glauben. Also es gibt, also ich sag's, wahrscheinlich wisst ihr, dieses Ugaditanyu und Vipacitanyu, das sind, Ugaditanyu ist der, der beim ersten Wort des Buddha die Befreiung erlangt und Vipacitanyu nach ein, zwei Lehrreden oder so. Und man sagt, die gibt's nicht mehr, die werden nur wiedergeboren, wenn ein Buddha da ist, ne? Und Jana sind die Nähe, die müssen getragen werden, und Padaparama, da wird erst im nächsten Leben eine Frucht aufgehen, ja? Aber auf jeden Fall, wir können sagen, dass wir das stufenweise erreichen. So, dieser ganze Vortrag dreht sich um Erkenntnis, ja? Und jetzt kommt die nächste Frage. Werden diese Stufen der Verwirklichung nur subjektiv erkannt oder auch objektiv? Versteht den Unterschied? Also wenn ich sage, subjektiv erkennt der für sich, er hat das erreicht. Objektiv würde heißen, dass andere das erkennen, der hat das erreicht, zum Beispiel der Meditationslehrer oder so. Also man sagt, wer zum Beispiel den Stromeintritt erreicht hat oder so, der weiß das selber. Das stimmt wohl, aber kann sich auch täuschen, das kommt vor. Ja? Und genau umgekehrt, es kommt vor, dass Meditationslehrer oder so das richtig erkennen am anderen, aber auch die können sich täuschen. Also man kann sich auch von außen täuschen durch Projektion, indem man im Positiven und im Negativen, also durch Erwartung und Projektion kann man sich im Positiven täuschen und durch Neid, Eifersucht kann man sich, und Verkleinerungssucht kann man sich im Negativen täuschen. Und da gibt es diesen Fall, das ist, ich habe die Sutten alle aufgeschrieben, ja, also da Majjhima Nikaya 105, Sunakkata Sutta, da gibt es so Mönche, die von sich behaupten, sie hätten es erreicht, und man fragt jemanden zum Buddha, ja, stimmt das überhaupt, was die sagen? Sagt der Buddha, bei manchen stimmt's und bei manchen stimmt's nicht. Ja, die überschätzen sich. Und dann gibt's noch dieses Satta Jatila Sutta, Samyutta Nikaya 3.11, wo der König Vasenadi so beeindruckt ist von bestimmten Asketen, die da vorbeiziehen. Sieht die manche mit langen Haaren oder Nacktasketen und so. Und das ist natürlich als sehr sinnlicher Mensch total beeindruckt. Da geht er zum Buddha und sagt, die sind wohl verwirklicht, oder? Die sind wohl sozusagen Befreite. Und jetzt sagt der Buddha Folgendes. Schwer zu erkennen, o Großkönig, ist dieses für dich, der du ein häusliches Leben führst, an sämtlichen Genüssen dich ergötzest, mit einer beengenden Menge von Kindern zusammenlebst, Sandelholz aus Kasi genießt, Blumenkränze und so weiter, an Gold und Silber gefallen hast. Für dich ist es schwierig zu erkennen, diese sind Vollendete oder diese sind solche, die den Pfad der Vollendung betreten haben. Dann sagt er, durch Zusammenleben, o Großkönig, ist ihre sittliche Zucht zu erkennen, und auch das nur in langer Zeit, nicht anders, und nur von einem, der genau prüft, nicht von einem, der nicht prüft, von einem Weisen, nicht von einem Unweisen. Durch Verkehr, o Großkönig, ist ihre Lauterkeit zu erkennen, und auch das nur in langer Zeit, nicht anders, und nur von einem, der genau prüft, nicht von einem, der nicht prüft, von einem Weisen, nicht von einem Unweisen.
Im Unglück, o Großkönig, ist ihre Seelenstärke zu erkennen. Und auch das nur in langer Zeit, nicht anders, und nur von einem, der genau prüft, nicht von einem, der nicht prüft, von einem Weisen, nicht von einem Unweisen. In der Disputation, Großkönig, ist ihre Weisheit zu erkennen, und auch das nur in langer Zeit, nicht anders, und nur von einem, der genau prüft, nicht von einem, der nicht prüft, von einem Weisen, nicht von einem Unweisen. Also manche sagen, nur der Buddha konnte das erkennen. Aber jedenfalls hier sagt der Buddha nicht nur, ich kann das erkennen, aber es gibt gewisse Kriterien. Man muss mit diesen Menschen länger zusammenleben, man muss sehr erfahren sein, man muss die Leute lange beobachten in verschiedenen Situationen. Weil der klassische Fall ist so, wie ich jetzt komme hierher als Meditationslehrer. Dann trete ich auf, ich bin sehr formell, behandelt mich gut und mache einen guten Eindruck. Dann komme ich wieder in einem Monat und jedes Mal habe ich einen guten Eindruck und dann fangen die Projektionen an. Aber man muss mit dem Menschen leben, um zu sehen, wie verhält der sich dann im Alltag. Nicht, wenn er in der formellen Situation ist, ja, wo er verehrt wird. Ja. Und man muss zum Beispiel einen Mönch auch erleben, wie ist es dann, wenn er mal verärgert wird, wenn er nicht verehrt wird, wenn er einen Verlust hat und so. Erst dann insgesamt, wenn man sieht, wie ein Mensch sich in ganz vielen Situationen verhält, zum Beispiel wenn er diesen Gleichmut immer hat, egal ob jetzt gelobt oder getadelt wird, dann erst kann man mit der Zeit feststellen, ja, da ist eine Erreichung da und so weiter. Ja? Gut. Was hat das konkret mit unserem Leben und der Erkenntnis zu tun? Ja, ein bisschen denke ich mir, ihr wisst das, und ist nicht nur im Westen so, aber auch im Westen kommt es vor, natürlich, dass Leute verehrt werden, wo sich dann später herausstellt, da war Missbrauch oder was auch immer, das hat gar nicht gestimmt. Also es ist wichtig, es geht ja immer um diese Erkenntnis, subjektive Erkenntnis, objektive Erkenntnis. Um das von außen sagen zu können, muss man das sehr lange überprüfen. Ja? Aber was hat es jetzt für uns oder für jeden von uns zu tun? Es ist wichtig, dass wir in Kontakt sind mit anderen Menschen. Manchmal wird der Einsiedler beneidet und denkt, der hat seine Ruhe und der kann die Bahn erreichen. Und vielleicht erreicht er auch einen Zustand, wo er immer, scheinbar immer im Frieden ist. Aber wie weit diese Verwirklichung ist, das kann man erst sehen, wenn er wieder herauskommt aus dieser Einsamkeit. Wenn er wieder in Kontakt kommt, er muss ja nicht völlig dann in eine Bar hineingehen oder so, irgendein Tanzlokal, aber wenn er irgendwie in Kontakt kommt mit Leuten, die etwas Weltliches sind, was passiert dann? Dann kann man bei sich das erkennen. Jetzt rede ich gar nicht mehr von anderen, bei sich, weil manche denken sich, ich habe was erreicht. Gut, aber man muss es schauen, muss es überprüfen in der Schwierigkeit, in der Herausforderung, ob diese Erreichung der Versuchung oder Prüfung standhält. Zum Beispiel, woran können wir wirklich subjektiv und objektiv unseren Fortschritt erkennen im Dhamma? Was ist so ein Maßstab? Ist schwer zu sagen, ist diese Fessel noch bei mir vorhanden oder nicht. Das kann man zwar schon auch prüfen, aber nicht so leicht. Aber grundsätzlich ein wichtiger Maßstab ist, dass Dukkha abnimmt. Wenn weniger Dukkha da ist, ja, dann hat unser Leben Erfolg. Aber was heißt es? Auch das wird jetzt oft missverstanden. Denn manche meinen, Dukkha, das ist unangenehmes Gefühl. Also wenn ich fortschreite, muss ich mich immer besser fühlen. Immer glücklicher sein, alles ist leicht und angenehm. Der Buddha, der hat es ganz fein, der ist nur noch schön. Ne? Aber das stimmt nicht. Auch der Buddha hat Dukkha im Sinne von unangenehme körperliche und manchmal auch unangenehme geistige Gefühle. Zum Beispiel, wie da dieser Cousin versucht hat, den Orden zu spalten, das erzählt mir keiner, dass ihn das einfach nur kalt gelassen hat. Das ist etwas vom Schlimmsten, was man erleben kann, ja. Dass dein Freund, Verwandter, dein Lebenswerk zu zerstören droht, ja. Er hatte gesagt, dass, da kommt man in die Hölle, wenn man sowas macht. Das hat er sicher was gefühlt, was Unangenehmes gefühlt, ja. Aber das Dukkha, das geringer wird, das ist der Leidende. Das klingt jetzt wirklich grammatikalisch falsch. Das Dukkha, das geringer wird, es ist immer weniger ein Leidender da. Ja? Es ist nicht mehr diese Identifikation mit dem Leid. Es ist nicht mehr die Auflehnung da. Man lässt sich nicht hinunterreißen. Es ist so dieser ruhende Pol. Die ziehen vorüber die Gefühle, körperliche und geistige, aber es ist diese Leidenschaft nicht mehr da.
nicht die Verzweiflung, nicht der Ärger, mit dem man sich identifiziert, von dem man mitgerissen wird, ja. Da sieht man den Fortschritt im Dhamma. Wenn immer mehr Ego entschwindet, in diesem sich abwechseln von Freude und Leid. Wut, Unzufriedenheit, so, das sind die Leidenschaften. Und es anders haben wollen, ja, wie Bhavatanha. Nicht so, wie es ist, sondern anders soll es werden. Gut. Jetzt habe ich das Wichtigste gesagt, aber haben Sie noch ein bisschen Ausdauer, noch 10 Minuten? Geht's noch, ja? Gut, ja. Ich möchte etwas noch immer zum selben Thema sagen, über die Bedeutung von Begriffen, Panyati auf Pali, und theoretischem Verstehen, Pariyatte. Habt ihr schon mal gehört, ich habe das von Deutschen schon ein paar Mal gehört, in Bezug auf die Theravada-Lehre, das sind ja alles nur Konzepte. Habt ihr das gehört? Das sind ja alles nur Paticca Samuppada, das sind alles nur Konzepte. Ich habe es irgendwas gehört, ja. Mehr als einmal. So, also anscheinend gibt es diese Meinung. Ich denke, bin fest überzeugt, ja, dass die zuerst beim Zen waren, Zen-Buddhismus betrieben haben. Ja. Und dann denken sich, ja, jetzt aus irgendeinem Grund möchten sie zum Theravada, aber dann, wenn es darum geht, die Lehre ein bisschen zu lernen, zu vertiefen, sagen sie, das sind alles nur Konzepte, nicht? Loslassen, loslassen, ja. Jetzt, was hat es damit auf sich? Was ist die Bedeutung dieser Ansammlung von Begriffen und Konzepten? Ich rede jetzt nicht von Abhidhamma und so ein paar so wichtige Begriffe, die uns der Buddha gegeben hat. Der Buddha hat uns viele Begriffe, Formeln und Erklärungen gegeben, und sie sollen unseren Geist zur weisen Überlegung und Achtsamkeit auf bestimmte Phänomene anleiten und lenken. Yoniso Manasikara, ja. Was ist jetzt diese rechte Achtsamkeit? Ja, das muss man sagen. Auf was soll ich denn die Achtsamkeit richten? Und da hat der Buddha gewisse Dinge gesagt, ja. Schau an, dass es vergänglich ist. Schau, dass das Gefühl zum Beispiel nicht dir gehört. Schau, dass du nicht die Kontrolle darüber hast. Schau es so an. Ah, nur so kann sich ein Kenntnis entfalten. Wenn ich sage, setz dich einfach vor die weiße Wand, mach die Augen auf oder zu und nichts denken. Alles loslassen oder so. Bitte, ich will jetzt da nicht den ganzen Zen-Buddhismus verunglimpfen, das liegt mir fern, aber versteht, es gibt schon manchmal so die Tendenz, dass Leute meinen, weil sie so kopflastig sind, wie buddhistische Weg, einfach denken loslassen, einfach nichts denken, dann kommt, das ist eigentlich schon das Erwachen. Das ist dann, ist schon der leuchtende Geist, der ist dann da, und das ist schon das Erwachen. Aber wir brauchen solche Formeln, die Wegweiser und Landkarten sind, ja. Ohne sie blicken wir und gehen wir in die falsche Richtung. Also wenn man sagt, geh dorthin, dann sage ich, da gehst du dann links, nach rechts, das ist ein Kompass, das ist die Landkarte, nicht? Nichts von dem ist das Ziel, nichts von dem ist die Wahrheit. Aber es hilft uns, den Weg richtig zu gehen. Es gibt Menschen, die können ganz natürlich bei sich unterscheiden, dass sie etwas intellektuell verstanden haben, aber noch nicht zur unmittelbaren Anschauung der im Begriff oder der Formel angedeuteten Wirklichkeit durchgedrungen sind. Das nennt man Jnana Dasana oder auch Anya, ja, so weiter. Und auch haben sie ein Gespür dafür, dass sie nur Teilaspekte verstanden haben. Ja, das habe ich in Asien gesehen, das ist erstaunlich, ja. Da sieht man zum Beispiel, ich habe mal erlebt, da war ein Mönch, der hatte 30 Regenzeiten, und ein anderer Mönch, der hatte 27. Und dann fragt er, wie verstehst du Sati? Und erklärt es ihm der Jüngere. Und wie verstehst du Samadhi? Und erklärt es ihm der Jüngere. Er hatte nicht auf die Prüfung, sogar auf die Probe gestellt, sozusagen, ich schaue mal, ob du es richtig machst. Er hat ihn gefragt, wie verstehst du das? So, jetzt habe ich mir nicht gedacht, was hat denn der in den 30 Jahren gelernt, und jetzt fackelt immer noch das Gleiche und so. Das ist zum Beispiel, das wäre sehr dünkelhaft und überheblich, weil es ist ja nicht, dass der ältere Mönch nicht weiß, was das Wort Sati bedeutet und dass er sich noch nie Gedanken gemacht hat, sondern für die ist es einfach klar, dass man da immer auf dem Weg ist. Da hast du diesen Fingerzeig, aber
was ist jetzt genau die Sati und was ist der Unterschied zur Samadhi? Und das ist, glaube ich, sogar ein Vorteil, wenn ihr euch nicht so sicher seid, ja? Also es gibt die, die können sich nie irgendwas merken. Das ist sicher kein Vorteil, ja? Wenn man sagt, ich kann wieder alles vergessen und so, ne? Aber wenn man sich, sagen wir so, bestimmte Dinge merken kann, sogar auf Pali, ist das wirklich ein großer Vorteil. Da hat man so ein Gerüst. Wenn man dann zum Vortrag geht, dann kennt man bestimmte Worte, kann man auf dem aufbauen, ja? Das habe ich schon gehört, da hört man es wieder, ja? Aber das heißt nicht, dass man es dann schon endgültig erfasst hat. Es ist also ganz positiv eigentlich, wenn ich sage, ja, Sati, was das Wort weiß, das habe ich schon gehört, aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also du bist immer auf dem Weg. Das heißt, für dich ist das Wort immer noch ein Fingerzeig und nicht, du bist noch nicht identifiziert. Du hast nicht den Dünkel, weil du den Begriff hast, deswegen weiß ich es ja schon. Brauchst du mir nicht zu sagen, das habe ich schon oft gehört und so. Und deswegen ist zum Beispiel in Asien, da gehen die Leute, sagen immer das Gleiche. Es gibt Vortragende, die sagen immer das Gleiche. Und die Leute gehen trotzdem hin. Wieso gehen sie überhaupt noch hin? Ja, weil den halten sie für einen Verwirklichen. Aber er sagt immer das Gleiche. Aber sie hoffen, dass es ihnen irgendwann aufgeht, wenn er immer das Gleiche sagt, dass ich durchbreche, ja? Verstehen Sie, da ist der Unterschied. Ja. Gut. Dann muss auch noch erinnert werden, das ist auch was sehr Merkwürdiges, ja? Dass im Pali-Kanon, jedenfalls so wie der Pali-Kanon zusammengestellt wurde, aus den Erinnerungen, gibt es Sutten, wo ein Arahant einem anderen Arahant Fragen stellt. Wissen Sie was? Boah, lass doch los! Boah, alles nur Konzepte und so. Aber die fragen immer noch. Ich sage als Beispiel, Mahavedala Sutta, Majjhima Nikaya 43. Die fragen sich gegenseitig. Und das nennt man Dhamma Vichaya. Nicht Dhamma Vichaya, Dhamma Vichaya. Das ist eines der Erwachungsglieder. Und ihr wisst auch, Erwachungsglieder, das sind die führen zum Erwachen, aber die sind auch eine Manifestation des Erwachens. Also das hört nicht auf mit dem Erwachen, sondern die sind immer noch da und das Erwachen manifestiert sich dann gerade eben durch diese Erleuchtungsglieder. Und deswegen ist auch das Dhamma Vichaya, das Nachdenken über die Phänomene und die immer tiefer verstehen, das ist bis zum Ende, ja. Auch für den Erwachten, es geht immer weiter. Nama Rupa, alles körperliche, geistige, immer mehr zu verstehen, wie die zusammenwirken und so weiter. So. Und schließlich noch ein Beispiel, das Maha Tanha Sankhaya Sutta, das ist das Majjhima Nikaya 38. Das ist der Fall, wo ein Mönch, Sati, etwas Falsches sagt im Namen des Buddha. Es ist dieses selbe Bewusstsein, Tadevang Vijnanam, das in Samsara umherwandert, nicht ein anderes. Und dem hat der Buddha vehement widersprochen. Ja. Und er hat nicht gesagt, ja, passt schon, das sind ja alles nur Konzepte. Ja, das war extrem wichtig für ihn. Er hat dieses Tadevam Vijnanam getadelt. Dieses eine, dieses selbe Bewusstsein. Das ist, was ich nie gesagt habe, ja? Also sagt der Buddha. Und dann vergewissert er sich, dass die Schüler ihn wohl richtig verstanden haben. Und er prüft sie und fragt sie, habt ihr es so verstanden, habt ihr es so verstanden? Und sagt ihr mir, wie ist es so und so. Bis sie sich sicher sind, sie haben seine Lehre richtig verstanden. Weil es ist eine große Verantwortung, wenn man im Namen des Buddha dann hinausgeht und sagt, der Buddha hat gesagt das, also hat er sie geprüft. Es ist aber sehr interessant, in derselben Lehrrede kommt zum zweiten Mal das Gleichnis vom Floß vor. Das war auch beim Allagadupama Sutta 22. Also nachdem er sie eigentlich ihnen so quasi sie so gedrillt hat, damit sie ja die Lehre auch begrifflich richtig verstehen, sagt er, aber, und jetzt, ist es richtig daran zu haften? Ja, nein, es ist wie ein Floß. Also das war ihnen auch wichtig, also sie sollen sie richtig verstehen, diese Begriffe und Formeln, sie sollen sie richtig verinnerlichen, aber sie sollen nicht daran klammern und stolz werden, ja, und damit anderen disputieren, andere herausfordern und sagen, wir wissen es besser und deine Lehre ist falsch und so. Ja, nicht.
Also an das Samadhi soll man nicht klammern. Es gibt eine Samadhi, eine rechte Anschauung, aber an der soll man nicht klammern. Man soll sie einfach leben. Man soll sie verwirklichen, praktizieren, sich nicht darin verbeißen, keinen Dünkel darauf errichten. So. Und das ist eigentlich die Einstellung, die uns der Buddha gelehrt hat, im Verhältnis zu Begriffen und theoretischem Verstehen. Sie sind nicht von vornherein irgendwelche Hindernisse oder wertlose Konstrukte, sondern sie sind Fingerzeige. Und vor allem dann, wenn man das erreicht hat, dann kann man es auch wieder überschreiten, nicht unbedingt vergessen. Aber wissen, letztlich geht es um die Verwirklichung und nicht um diese Begriffe, sie sind nur Fingerzeige. So, das ist eigentlich alles, was ich heute sagen möchte. Thank you.